Wir bleiben bei C. Wir kommen von der Chemie nun zu den Computern. Der Boom der Computerbranche, ja, der gehört der Vergangenheit an. Und einige Computerhersteller, die kämpfen inzwischen ums Überleben, wie wir ja wissen, wenn wir die Telebörse gesehen haben. Vor diesem Szenario ist es natürlich verwunderlich, dass ein Großhändler, der gerade diese Branche beliefert, seit einigen Jahren schon zweistellige Zuwachsraten verzeichnet und das für Umsatz und Gewinn. Dieses Unternehmen ist die Computer 2000 AG aus München und sie ist heute unser Unternehmen im Gespräch. Computer 2000 ist führender deutscher Großhändler für alles, was rings um den Personalcomputer gebraucht wird. Vor 7 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. Der Umsatz ist im letzten Geschäftsjahr, das zum 30. September endete, um 128% auf etwa 600 Millionen Mark gestiegen. Der Gewinn hat sich fast verdoppelt. Das Unternehmenswachstum verteilt sich gleichmäßig auf das In- und Ausland. Computer 2000 expandiert sowohl durch Neugründung als auch durch zahlreiche Übernahmen in den letzten Jahren. Neuerwerbung plant Computer 2000 demnächst in Frankreich, Italien und Skandinavien. Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie im letzten halben Jahr. Der Tiefskurs lag im Juni bei 670 Mark. Den Höchststand erreichte der Wert im Juli mit 860 Mark. Aktueller Kurs gestern 800 Mark. Bei einem Gewinn von 48 Mark je Aktie errechnet sich ein Kursgewinnverhältnis von 16,6. Computer 2000 hat eine Dividende von 12 Mark gezahlt. Inklusive Steuergutschrift ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,3%. Hier im Studio begrüße ich nun den Vorstandssprecher dieses erfolgreichen Unternehmens, Jochen Tschunke. Herr Tschunke, wie machen Sie das? In einer Branche, die Sie beliefern, der geht es schlecht und Sie als Zulieferer, Ihnen geht es so gut. Ich muss Ihnen da erstmal etwas widersprechen, Frau Weißweiler. Der Branche geht es nicht schlecht, vielleicht Teilbereichen dieser Branche. Speziell im Homecomputerbereich und im Bereich der mittleren Datentechnik. Aber der Bereich, in dem wir uns beschäftigen, nämlich im kommerziellen Personalcomputerbereich, sind noch enorme Wachstumsraten von 20 bis teilweise in Branchennischen bis zu 50-60% erreichbar. Mit welchen Zuwachsraten rechnen Sie denn jetzt für das kommende Jahr? Wir planen in diesem Jahr wiederum ein Wachstum von ca. 60%. Im Umsatz? Im Umsatz. Und natürlich wollen wir auch ertragsmäßig mitwachsen. Was heißt das für die Dividende? Man spricht von einer Dividendenerhöhung von 12 auf 14 Mark. Das sind bis heute noch Spekulationen. Natürlich, wir haben im vergangenen Jahr eine erhebliche Gewinnsteigerung erzielen können. Und wir werden das auch zu einem Teil an die Aktionäre weitergeben können. Bloß, das ist noch nicht entschieden. Das wird gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat diskutiert und entschieden. Aber wir hören es mit offenen Ohren, dass also auch eine Dividendensteigerung dann drin ist. Sie haben in den letzten Jahren sehr viel investiert, vor allem in Ihre Logistik, in die Verteilung, Distribution. Steht da noch mehr an Investitionsvorhaben? Das ist ein kontinuierlicher Prozess, weil die Distribution gerade im Hinblick auf den europäischen Markt und auf die Vereinigte Deutschland und auf die Öffnung des Ostens doch weite, große Möglichkeiten ergibt. Und die muss man logistikmäßig wahrnehmen. Ich glaube, gerade für Europa 1992 spielt die Logistik eine ganz wesentliche Rolle. Und wie werden Sie das finanzieren? Sie haben ja noch ein genehmigtes Kapital von 5 Millionen. Sie haben aber gerade erst letzten Februar eine Kapitalerhöhung gehabt. Und Sie wissen, die Börse liebt Kapitalerhöhung nicht so sehr. Steht also wieder eine ins Haus? Also die war im März vergangenen Jahres. Wir haben uns in der letzten Hauptversammlung weiteres Kapital genehmigen lassen. Und wir haben uns auch eine Optionsanleihe in Höhe von 30 Millionen D-Mark genehmigen lassen. Es ist momentan nicht vorgesehen, eine Kapitalerhöhung zu machen. Wenn das erforderlich wird, weil wir weitere Wachstumschancen wahrnehmen wollen, dann werden wir das tun. Aber ich glaube auch nicht, dass es die Börse unbedingt negativ sehen muss, weil bei unserer letzten Kapitalerhöhung im März haben wir doch sehr viel auch an die Aktionäre abgeben können. Sie persönlich haben aber einen Anteil, nämlich Ihren persönlichen Anteil an Computer 2000 reduziert. Sie hatten einmal selbst 16%, jetzt haben Sie nur noch 10%. Heißt das, dass Sie persönlich ja, die Wachstumschancen nicht mehr so groß ansehen oder haben Sie einen neuen Partner gesucht? Also erstmal ist es eine gesamte Umverteilung gewesen von verschiedenen Altaktionären. Ich habe einen relativ kleinen Anteil abgegeben und wie bereits gesagt, wir haben im März eine Kapitalerhöhung wahrgenommen. An dieser Kapitalerhöhung habe ich auch persönlich teilgenommen und mich damit auch persönlich verschuldet. Das war also zum großen Teil eine Entschuldung. Und zum anderen glaube ich, ich habe nach wie vor den größten Teil meines Vermögens in der Computer 2000. Ich glaube auch daran. Dennoch ist es sinnvoll, auch das Privatvermögen etwas zu diversifizieren. Nicht unbedingt jeder
Mitarbeiter eines guten Unternehmens muss 100% seines Vermögens in diesem Unternehmen anlegen. Nun beziehen Sie den größten Teil Ihrer Produkte aus USA und da kommt Ihnen natürlich dieser niedrige, extrem niedrige Dollarstand sehr zu Pass. Wie viel ist denn von Ihren Gewinnen nun Währungsgewinn und was passiert, wenn der Dollar nun wieder steigt? Wo ist Ihre Schmerzensgrenze? Wir sind dort sehr unabhängig. Ich glaube, der ganze Markt wird im Grunde genommen im Dollar kalkuliert und berechnet. Und Dollarpreise müssen sehr kurzfristig weitergegeben werden. Sie können kurzfristig weitergegeben werden, wenn der Dollar nach oben geht, in Form einer Preiserhöhung. Und er muss auch genauso schnell nach unten wieder angepasst werden. Wir geben beispielsweise alle drei, teilweise alle zwei Monate eine neue Preisliste raus. Und wir spekulieren nicht mit dem Dollar, wir versuchen unser Geschäft zu machen. Und denn für diesen Zeitraum der Preisliste legen wir den Dollar fest. Vielen Dank, Herr Schunke. Ja, und wir haben jetzt Neues von den Auslandsbörsen mit Michael Friedrich.